Hallo und herzlich willkommen zurück im Elfenhain. Ja, Designteamprojekt Funkelkram. Diesmal die Katze, also Black Cat bei mir natürlich. Ja, aber es ist ein bisschen wie immer bei mir dunkel geworden. Bei mir wird es ziemlich hell. Als Jutta und Roland das Papier vorgestellt haben, war bei mir so dieses: Oh, es ist sehr pastellig, es ist sehr rosa. Ist das süß. Und ich muss es runtertun. Ich habe es deswegen in Kaffee gefärbt, das Papier. Seht ihr gleich, seht ihr gleich. Ja, Black Cat, genau. Also mal, ruhig mal ein bisschen runter für das Cover. Einmal wieder mit Siegel. Der Katze, die vom Mond sitzt. Einen schönen, wunderschönen Labelhalter. Alles in lila-schwarz gehalten. Hier ein bisschen hexisch. Ist auch von den Stickerbogen. So sieht's, ups, ja, sieht's von hinten aus. Mit geprägtem Papier. Alles schön, ja. Gothic-Style. Hat dreieinhalb Signaturen mit Gummibindung. Also kann man rausnehmen, die Signatur. So, und natürlich auch mit Dingeldangel. Und weil Katzen es ja gerne flauschig mögen, ist da jetzt ganz viel ja, flauschige Wolle reingekommen, so richtig kuschelig, richtig was zum Schmusen. Und auch mit Perlen. Und die Perlen kommen alle von Funkelkram. Hier in der kleinen Flasche ist ein bisschen Katzengold, glaube ich, nennt sich das. Und diese Anhänger gibt es auch bei Funkelkram. Die sind auch schon fertig, die muss man nur noch einhängen. Sehr praktisch. Das Ganze ist diesmal eine Feder, eine Rabenfeder. Lesezeichen, Rampeter dran gemacht. Das kann man also rausnehmen. Mache ich jetzt auch mal, dass es nicht so klimpert. In das Journal sind jetzt gekommen natürlich das Katzenpapierset und das Rabenpapierset von Funkelkram. Ja, ich habe auch diesmal mal nach Jutas Anleitung diese Perlenverschluss gemacht. Fand ich ja super. Und das sieht so edel aus. Also allein schon diese schönen, wunderschönen Perlen, auch alle von Funkelkram. Und ach, es ist ein, ne, funkelt, ne, wie der Name schon sagt. Ich finde es total schön. Halt, bevor wir jetzt weitermachen. Erst mal ein Journal mit Beleuchtung. Ich bin stolz wie Bolle. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo es anging. Da. Muss Licht ausmachen, damit man es besser sieht. Tada! Es funkelt ein anderes Journal. Ich finde das so süß. So, Licht wieder an. Nee, nee. So, machen wir hier aus. Kommt ja gar nicht zur Geltung. So, dann gucken wir mal rein in das gute Stück. Ja, gleich vorweg, hier vorne ist ein Schreibboard. Hier, das ist auch mit dem Papier von, also auch mit dem Katzenpapier. Einfach nur feste Pappe, die kann man ja dann hier dazwischen legen, damit man besser schreiben kann oder gestalten kann. Und hier hinten hinter ist auch gleich dann ein bisschen Papier vom Mystery-Set, habe ich noch ein bisschen was gehabt. Und hier diese Aufkleber sind auch bei dem Papier-Set dabei gewesen, bei dem Katzenpapier, logischerweise. So, also alles ein bisschen ja, auf Hexe und Gothic und so hier mit diesen Randstanzen und so weiter. Eine Schleife. So, mal auf. Ja, gleich hier vorne mit Schreibfeder. Also die kommt jetzt von Funkelkram, aber die haben sie nicht im Sortiment. Die haben da eine mit einer Kugelschreibermine im Sortiment, das auch sehr, sehr praktisch ist. Aber ich fand, das ist hier sehr stylisch mit Schreibfeder. Also muss jetzt noch ein Tintenfass oder aus einem Füller das die Tintenpatrone ausdrücken, dann kann man mit der schön schreiben. Aber hier so reinstecken. Und hier unten sogar mit so einem kleinen Kästchen, damit man sich nicht verletzt an der scharfen Spitze. Und hier sind dann ist ein kleines Kästchen mit den Ersatzfedern. Kann man dann austauschen, hat man dickere Schrift oder dünnere Schrift. Oh, ich finde, das ist eine von den Postkarten vom Set. Und ich finde den Kater so süß. Oder die Katze, ich weiß gar nicht. Sieht aus wie ein Kater für mich. Er hat eine so wunderschöne Farbe. Richtiger Büchereikater. Und natürlich kann man es aufklappen. Tada. Mit Katzenliebe.
und auf der Rückseite halt auch von den Stempeln vom Funkelkram eine Katze. Und ich fand die so süß. Diese Stanzkatzen, die überall sind, die halt auch, das ist jetzt nicht vom Funkelkram, die hatte ich noch in meinem Fundus. Und sie passt auf jeden Fall sehr gut rein, deswegen sind hier sehr viele ausgestanzte Katzen drin. Ja, und hier haben wir dann die halbe Signatur, die halbe Signatur, genau. Schleifchen. Und wie gesagt, ich habe das Papier in Kaffee gefärbt und darum ist diese Katze hier auch sehr, sehr duster geworden. Also da sieht man sie noch. Und dann haben wir hier auch schön alles, ja, Gothic pur. Hier kann man was reinstecken, das ist eine Tasche. Ja, natürlich mit Schlüssel. Eine Katze, die reinlugt. Fledermäuse habe ich auch sehr viele drin verteilt. War es sehr gothic und da passt das sehr gut rein. Ja, hier sind auch Noten. Und die Katzen, die in der Gitarre spielen. Ist auch eine süße Katze. Mann, ist die niedlich. Ja, genau. Es ist halt auch Rabe mit reingekommen. Das passte ganz gut. Hier kann man aber ausklappen. Viel, viel Platz habe ich gelassen zum Schreiben, wie immer. Miau. So, was zum Rausziehen. Ja, viel Platz zum Selbstgestalten. Und hier ist die Katze durch die weiße und danach durch die schwarze Tinte gelaufen. Und dann habe ich hier noch was zum Rausziehen natürlich, auch eine von den Postkarten. Das ist eine schicke Katze. Sehr musikalisch scheinbar. Die spielt Klavier. Ja, geht da wieder rein. So. Chip. Das machen wir später wieder zu. Ja, genau. Und das in diesem kleinen Kasten ist von der Beleuchtung das Batteriefach. Dann kann man dann hier an- und ausschalten. Dann kann man die Batterien wechseln, wenn es soweit ist. So, das war jetzt ein Fach. Jetzt kommen wir mal zum Hauptteil, zu den drei Signaturen. Also das ist The Witch Thing, das ist auf jeden Fall hier, ne? Das sieht aus wie eine Hexe, die eine Katze auf der Schulter hat. Also das passt doch sehr gut. So, dann haben wir hier Katzenmagie. Weil ich finde, wenn ich meinen Kater auf den Schoß habe und der mich dann zuschnurrt, ja, und ich dann einschlafe, weil ich so müde werde, Ist Katzenmagie, oder? Hier sind die ersten Aufkleber von dem Papierset. Hier wieder was von dem Mystery-Set, Witchcraft. Dann kann man hier auch mal oben laufen die Katzen, unten schläft die Katze. Oben laufen die Mäuse, unten schläft die Katze. So rum wollte ich das eigentlich sagen. Und auch eine wunderschöne Karte. Sind das nicht schöne Augen? Ah, meine Güte. So, wieder eine Stanze. Ja, alles in lila, schwarz, so um den Dreh gehalten. Ein bisschen mystisch, düster. Ja, hier sind die Katzen. Diese Punkte hier sind die Pupillen von den Katzenaugen, damit die auch was sehen. Dann habe ich hier noch was zum Rausziehen. Wieder eine Karte. Wieder hübsche blaue Augen. Und ein Papiermäuser. Und hier liegt auch das Katzenspielzeug noch rum, diese Aufziehmäuse. Ja, hier spielt dann die Katze mit den Schnürsenkeln. Wer kennt es nicht? Also jeder Katzenbesitzer kennt das bestimmt. Hier fehlen noch ein paar Fledermäuse. Ja, auch bekannt, das ist jetzt von Funkelkram, das Musikpapier. Und hier spielen die Katzen in der Gitarre mit den Saiten, abgerissenen Saiten. Ja, noch so eine gute Idee ist. Hier kann man was rausnehmen vom Rabenbett. So, ganz viel so kleine Collage geklebt und auch wieder viel Platz, sich zum Austoben. Hier so ein kleiner Deck drin. Hier die Glanzbilder gibt es auch bei Funkelkram. So. Also es ist nicht meine Generation, muss ich feststellen. Ich habe in der Schule Sticker gesammelt und keine Glanzbilder. Ja, hier wird es schon wieder ein bisschen mystischer, ein bisschen dunkler.
Das ist auch wieder von dem Mystery-Papier. Die Hexe. Und hier sitzt die Hexe, hier sitzt die Katze im Hexenhut so rum. Hier sind die beiden gut gelaunten Katzen. Noch eine Katze, die gut gelaunt ist. Hier haben wir noch eine ausgestanzte. Ja, also der Katze hier, ne? Ist ein bisschen schlecht gelaunt, würde ich sagen. Können wir das rausziehen? Der die Büchereikater. Also mein Kopf ist das ein Büchereikater. Sternchen, hier sind wieder süße kleine Katzen, die einen anfunkeln. Ich finde die so süß. Und hier habe ich einfach ausgestanzt und habe dahinter Transparentpapier geklebt, dass das Ganze zu ist, aber auch was dadurch sehen kann. Jetzt wieder ein Glanzbild. Und zack, noch eine Miezekatze. Also hier laufen überall Katzen rum und gucken einen an. Und, oh Gott, ist die tief entspannt. Oh. Völlig geschillt und hier läuft eine Katze raus. Ja. Oh, mit einer großen, starken Mini. Ja, das ist auch von Funkelkram. Das ist dieser Prägefolder. Und den musste ich ganz dringend haben. Der ist ja so cool. Der sieht so geil aus. Da ja, kann man ganz viele Katzen in verschiedensten Posen sehen. Und da kann man natürlich auch was schreiben. Natürlich. Da mache ich gleich wieder zu. So, und dann haben wir hier der Rabe, der aufs Geheimnis aufpasst hier. Ja, Schokolade. Ein großes Geheimnis. So, wie ein Glanzbild. Das sind übrigens die Sternkatzen. Die haben jeweils einen Stern auf den Körper geklebt bekommen. Ja, hier fliegen wir ein paar Fledermäuse. Ausgestanzt. Und wieder schön mit der Randstanze. Und hier habe ich dann auch, was kennt ihr aber auch schon von Jutta, die Sache mit den CD-Hüllen. Die habe ich jetzt einfach nur geprägt und reingemacht. Das Bild kann man auch rauszuppeln, wenn man drankommt. So, da waren wir. Ja. Das ist einfach ein Umschlag, auch wieder mit diesem wunderschönen geprägten Papier. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich muss das überall drauf kleben. So, die Stempel. Ja, hier ist die Katze durch das Tintenfass gelaufen. Die Katzen zum Hinschreiben. Ja, auch ein wunderbares Journal zum Tagebuch führen oder so. Oder zum Aufschreiben, was meine Katze für verrückte Sachen gemacht hat. Da kennt auch jeder Katzenbesitzer jede Menge Geschichten, glaube ich. Ja, hier ist eine Zahnkontrolle. Guten Tag. Auch bei dem Postkartenset. Okay, Collage. Hier lugt wieder eine Katze rein. Hier habe ich ein Transparentpapier genommen. Und hier sind auch hier ganz geheime Nachrichten, die man hier verstecken könnte. Ja, und hier natürlich auch noch überall, wo Platz, wo man was unterschieben kann, habe ich was runtergeschoben. Ist ja wohl klar. Hier mit dem Pfotenglück. Oh Gott, ist die süß. Ah ja, das ist übrigens das Schriftpapier von Funkelkram. Und ich finde es so toll. Das kann man so wunderbar überall einsetzen. Also es ist fast in jedem Journal inzwischen bei mir drin. Ich finde das so toll. Das ist übrigens hier die Rabenlady. Und die passt auf die Katze auf. Auf die Katzen. Da hebe ich noch was. Komm raus. Ich glaube, auch von dem Mystery-Papier, glaube ich. Ich habe einfach nur ein bisschen angekokelt hier. Und einfach viel Platz noch zum Reinschreiben. Geht rein. Ja. Ich bin auch Katzenbesitzerin. Das ist mein Momo. Der muss natürlich auch in das Journal rein, wenn es um Katzen geht. Hallo, Momo. Hier ist er gerade ungefähr, also er ist jetzt 3 Jahre alt, da ist er ein bisschen etwas jünger noch.
hat sie so schön in Pose gelegt, dass sie ihn auf jeden Fall fotografieren musste. Ja, also auch viel Platz zum Schreiben. Und er musste auf jeden Fall hier rein, das tolle Katzenschirm. Ja, wie eine süße Katze. Ja, auch äußerer Blick, ne? Oh, Gottchen. Ja, auch. Und dann und da ausgestanzt und da hingeklebt. Fledermaus. Ja, hier kann man sogar die Flügel bewegen bei der Fledermaus. Die kann fliegen. Tüdü. Hier sind dann die ausgestanzten Dinger, die ich noch hatte. Die passten hier so gut rein, deswegen habe ich sie in einen geklebt. Das passt sehr gut. Ups. Und hier ist natürlich noch wieder Platz gewesen zum Schreiben, deswegen kamen so kleine Tags rein. Na, trust the magic of new beginning, genau. Vertraue den Zauber des Neuanfangs. Mhm. Ich weiß nicht, ob dieser Vierte jetzt von Funkelkram oder aus meinem Fundus kommt. Ich weiß nicht mehr genau. Könnte von Funkelkram sein, ich weiß es nicht. Aber ich werde unten drunter ja auch wieder verlinken, die Materialien, die bei Funkelkram zu kriegen sind. Und da werdet ihr dann sehen, ob es die da gibt oder nicht gibt. Ja, hier das Rabenschloss. Das ist übrigens das Cover. Das ist einfach ein Blatt aus einem Kalender gewesen. Ein alten, der rumfliegen hatte. Hier ein paar Katzen. Katzentatzen. Ja, und hier ist halt, ich habe es wie gesagt mit Kaffee gefärbtes Papier und hier ist sehr dunkel geworden. Also hier kann man es kaum noch erkennen, dass da kleine Katzen drauf sind. Es war ein bisschen duster geworden, das Ganze. Hupsi, war nicht so geplant. Aber egal, sieht trotzdem gut aus. Hier so ein Rabe, oder der Rabe drauf. Eingerollte Katze. Gut zufrieden. Ja, überall Mimis. Ja, dieser Gesichtsausdruck, ne? Dieser Katzen-Gesichtsausdruck, ich also irgendwie, was will sie mir damit sagen? Ah ja, hier so eine kleine Katze. Den Stempel gibt es auch bei Funkelkram, die süße Katze. Und hier ist ein Familienporträt, natürlich auch mit Katze, ist ja wohl klar. Ja, überall gucken einen Katzen an hier. Überraschung ist ein Katzenjournal. Hier habe ich so eine Ausstanze gehabt. Ein paar Pfötchen. Ich glaube, den gibt es auch bei Funkelkram. Ja, hier ist diese süße Katze. Ich finde die so niedlich, wie die guckt, so über den Tellerrand oder über den Tischrand. Was hat sie wohl so, was hat sie da wohl erspäht? Das würde mich ja mal interessieren. War das auf jeden Fall ein Aufkleber von mir. Das sind so aufgeplufte. Und weil die so dick sind, habe ich jetzt auch nur einen einzigen reingeklebt. Das ist so dick hier alles. Ja, Mieze auf Lieblingsplatz. Meinem. Und hier ist dann hier die Katze mit den Dracula-Zähnen. Da habe ich ein paar Stempel drauf gemacht zum Spielen. Hier ist dann wieder Platz zum was reinstecken. Und da habe ich natürlich dann die Hexenkatze. Sieht aus wie eine Hexenkatze, finde ich zumindest. Ja, und darum ist auch das Hexenhaus mit den vier Mäusen draufgekommen. Nein. So. So, hier zwei Seiten. Hier habe ich denn die Stanzen mal als Halter genommen. Und habe dann einfach hier. Das ist auch einfach in den. Hier kommt die Katze nach Hause von der Jagd. Einfach nur viel Platz noch zum Beschriften. Und hier dann nochmal wieder ein Bild. Wir wissen alles, was jetzt passieren wird, oder? Erst schnuppert sie dran und danach schmeißt sie die Vase runter. Ist doch wohl klar. Das ist so klar. Ich habe auch nur Blumen mit Blumentöpfen. Ich habe keine Vasen hier. Gewusst. Ich wusste es genau. Und hier habe ich dann auch einen. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas habe. Eine mit Katze drauf. Eine Büroklammer. Was hier also bei mir im Zimmer rumgeflogen ist, wusste ich alle gar nicht. Hier habe ich dann einfach eine Klarsichtfolie eingebaut und dann kann man hier die Dinger rausziehen und es ist dann halt Platz, so ein kleiner Text hier. Und das sind einfach auch nur
die ausgestanzten Sachen, die ich auch hier irgendwo drin verbaut habe, die wurde nochmal, diese gut gelaunte Katze. Ob ich die auf der Straße streicheln würde, ich glaube nicht. Diese Glanzbilder. Miau. Genau, viele Miaus. Und hier schauen die Katzen, was die Fledermaus da oben macht. Ja, kann ich auch klappen hier. Ja, natürlich das Geheimnis, das geheime Schlüssel hier. Viel Platz zum Schreiben. Und ich habe viel mit Farbpigmenten auch noch hier gearbeitet, wie man sehen kann. Und hier ist dann nochmal die, ja, die Hexenkatze. Und hier habe ich nochmal so Tag-Halter eingebaut, also Umschläge eingebaut. So mal ein Glanzbild drauf. Kann man was rausziehen. Und kann man was draufschreiben, jede Menge sogar. Und das gleiche hier nochmal. Auch wieder was ganz geprägtlich. Ja, ich habe es auch verbaut, was ich einfach total toll finde, in diesen Building-Wechsel drüber zu gehen. Das ist sofort total genial. Vielleicht was richtig Magisches. I like it. Und hier ist auch mal Platz für den kleinen Tag. Jeder Platz wurde genutzt. Und hier habe ich noch was zum Ausklappen. Tada. Einmal hier Platz zum Schreiben. Und einmal hier Platz zum Schreiben. Ja, das ist auch so richtige Black Cat. Hochklappen. Und hier nochmal. Das war übrigens die Katze, die die Postkartentüte zugehalten hat. Habe ich auch gleich mit reingeklebt. Man kann ja nichts verkommen lassen hier, ne? Ja, hier ist nochmal eine Mütze. Postkarte. Also ich finde die Postkarten diesmal auch wirklich wunderschön. Und hier schlafen welche. Ah, drei Mietzger. Ein Katzenhaufen. Pieper zum Schreiben. Habe ich Geist drauf gemacht. Habe ich nur mit Pigmenten, die glitzert ein bisschen. Ja, sieht man, ne? Dann glitzert ein wenig. Auch wieder mit Klarsichtfolie. Dass man hier die Katzen sieht und auch hier sieht. Und dieses wunderschöne Papier. Ach, ich mag das total schön. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ja, hier habe ich einen Halter eingebaut. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und hier sind einfach jede Menge Sachen reingekommen noch. Hier noch Reste, die man einkleben kann. Die der neue Besitzer einkleben kann. Hier ist auch eine Postkarte mit dieser süßen kleinen Mini-Katze. Und hier sind die ganzen restlichen Glanzbilder reingekommen, die ich eigentlich gebraucht habe. Die habe ich jetzt hier reingesteckt, die kann dann der nächste Besitzer gerne auch verarbeiten und schön verarbeiten, wo er es hinhaben möchte. Ja, hier sind die beiden verspielten Miezen. Ja, so was so zu sagen? Nee, ne? Völlig geschillt. Die ist auch nochmal eine sehr relaxte Katze. Unterm Türbogen, dem Torbogen. Wirklich sehr beneidenswert, wie Katzen immer so geschillt rumliegen können. Ja, oh, hier sind Miezekatzen, die kleinen Miezekatzen. Und natürlich, wenn die da auch Platz zum Schreiben ist. Natürlich. Und hier ist eine Büroklammer mit Bild. Einfach nur dran gepinnt. Und ja, das ist mein Katterchen. Er war draußen, er ist ja auch Draußengänger und ja, er war danach total erledigt und hat sich auf den Drucker zusammengebrochen. So erschöpft war er. Das ist ein süßer Kerl. Pfotenglück. Ja, hier ist wieder ein Kalenderblatt, was ich umgebaut habe, zu einer Tasche. Hier ist nochmal ein großer Tag drin. Hier mit kleiner Katze, reingerollter Katze. Und das kann man dann hier so rausziehen. Mal eine wunderschöne Rabe, Rabensticker vom Rabenpapier.
Natürlich kann man hier was rausziehen. Was geht, ne? So. Und hier haben wir nochmal Miezekatzen, die durch das Papier schauen. Das Papier ist hier kaputt. Und dann kann man das hier rausziehen. Dann kann man halt noch was schreiben hier. Und natürlich haben wir hier auch noch einen kleinen Skelettman. Der musste auch noch mit rein. Weil Hexen und Katze und das passt ja alles gut zusammen. Und hier guckt er nochmal zwei Augen an. Das musste auch noch sein, weil ich fand die ja so süße Miezekatze, die über den Tischrand lugt und ach, die musste noch mit eingebaut werden. Und auf immer geschilderte Katzen hier. Darum klack. Hier schauen einen noch ein paar Katzen da oben an. Hier habe ich auch ein Bellyband, ein Bellyband gemacht mit ausgestanzten Katzen. Nochmal, ach hier, ne? Sie trinkt die Katze hier Tee. Was ist das so außer Milch drin eigentlich? Und hier ist nochmal eine ganze Seite, die ich nicht gebraucht habe. Mit den süßen Katzen drauf. Die ist auch ganz, also nicht drauf gemacht, nichts mitgemacht. Die kann man auch mit verarbeiten. Oder so schreiben. Und dann habe ich hier noch, ja genau, letzte Seite hier. Habe ich noch ein kleines Heftchen gemacht. Creepy Things, auch von dem Mystery Papier Set. Und einfach nur noch jetzt ein paar Seiten blanko sozusagen, wo man noch was reinschreiben kann. Und das war eigentlich erstmal Titelbild gedacht gewesen. Diese Katze, da habe ich dann schwarz genommen und deswegen ist die jetzt hier reingekommen. Und weil ich jetzt auch nicht keine Beleuchtung hier reinmachen wollte, habe ich einfach nur Papier hintergesetzt. Leuchtet nicht. Und nochmal einen Brief an die Katzen oder an die Hexe. Nochmal ein Schriftpapier. Das war es schon. Das war die Katze, die Black Cat. Also, wer das Journal gerne haben möchte, ist nämlich noch nicht verkauft. Wer es haben möchte, schreibt mir bitte eine Mail unten, also die Mailadresse werde ich unten drunter verlinken. Dann, dann werde ich es noch vor, weil jetzt, ja, ist ja bald Weihnachten, ne? Wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wäre nicht schlecht. Und dann würde diese Katze sich auf den Weg machen als Weihnachtsgeschenk. Gar kein Problem. So, okay, das war's für heute. Freut mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bye.